seid ihr hübschen. Ja, ich weiß, ich habe euch schon länger kein Update mehr von meinem Juwel Rio 180 gegeben. Letztes Mal war es quasi nur Einblendungen für den Futtertest. Ich habe den Umbau nicht gefilmt. Das lag ganz einfach daran, dass ich mal wieder irgendetwas ja auch nur für mich machen wollte. Musik an, vor den Kopf gemacht, wie, was, wo. Mit der geilen Wurzel hier in der Mitte. Und ja, habe dann ein bisschen rumexperimentiert. Die Wurzel sollte zentrales Masterpiece werden. Ja. Und ich habe rundherum noch mit Drachenstein gearbeitet, wie man unschwer erkennen kann. Irgendwie war ich aber nie so 100% zufrieden mit dem Becken. Pflanzen kamen erst kaum, gar nicht. Und jetzt wie verrückt. Ihr seht hier meine schöne Amazonas-Schwertpflanze, die blüht und Ableger macht. Einige der Ableger habe ich schon in Wabikusas verwendet. Die gehen eben erst auch super. Ja, dann habe ich überall alte Butzephalandra-Stücke gefunden, habe die aufgeklebt. Manche haben noch ihre Pinselalgen von aus dem alten Becken mit übernommen. Ich habe kein Moos eingebracht ins Aquarium. Stelle ich scharf. Möchte nicht. Dennoch habe ich Moos. Hier habe ich gerade einen dicken Batzen weggenommen. Fisch möchte sich scharf stellen lassen auf dem Drachenstein. Ja, experimentiert, genau. Ihr seht hier, das Pflänzchen hat keinerlei Soil, keinerlei Bodenberührung. Die Blätter sind etwas gelblicher, klar, hat Mangelerscheinung, aber holt sich seine Nährstoffe komplett aus der Wassersäule. Ja, geht, funktioniert. Dann meine Ludwigia, hatte ich noch so drei kleine Fitzel da hinten eingepflanzt. Boah, heute will sich gar nichts scharf stellen. Also hinten, da in der Ecke. Und ihr seht diese drei Stängel hier rauskommen. An denen sind keine Blätter mehr dran. Das liegt daran, dass, ja, seht selber, die Pflanze sich quasi selbstständig gemacht hat und hier im emersen Bereich macht, was sie will. Kriegt die Pflanze emerse Blätter, holt sie sich da ihren CO2 und holt die Nährstoffe über Wurzeln, die ins Wasser gehen. Aber im Wasser sind dann natürlich keine Wurzeln mehr. Ihr seht, Super Red, da hat ja der Name noch Bestand. Ich habe kein CO2 am laufenden Becken. Und dennoch einen, ja, ich würde sagen, beachtlichen Pflanzenwuchs. Die Bodenzehrer haben alle eine Düngekapsel mit an die Wurzeln bekommen. Ja, und das war es dann aber auch gewesen. Ansonsten dünge ich das Aquarium nicht. Ihr seht es von hinten auch nochmal. Wir haben hier auch noch eine Amazonas-Schwertpflanze. Genau. An den Bewohnern hat sich kaum was geändert. Außer an den Apistogammas, die neu dazugekommen sind, und die kleinen Panzerwälse. Doch, Schnecken. Genau, Schnecken habe ich. Ihr seht sie hier, Thylomelania. Eine von mehreren, ja, viele möchte ich nicht sagen, aber mehrere, denn die vermehren sich hier drin echt gut. Hier seht ihr auf der Höhle einen kleinen Nachkommen. Ja, genau, meine Elwelsen geht es hier prima, die haben ordentlich Versteckmöglichkeiten. Hier sehen wir noch eine kleine Thylomelania, die nachkommt und nachgekommen ist.
irgendwie stimmt mich das Becken trotzdem nicht hundertprozentig zufrieden. Ich weiß nicht, wie lange ich so lasse, ob ich so lasse oder ob ich da nochmal, ja, zumindest pflanzentechnisch eine große Änderung dran vornehme. Irgendwas passt mir auf jeden Fall nicht. Mir fehlt tatsächlich das Moos, auch wenn es Arbeiten macht, auf die ich keinen Bock hatte in letzter Zeit. Und was mir am meisten auf den Sack geht, ist hier oben die Entengrütze. Der werde ich nicht her. Also ich bekämpfe sie hier mit einem Kamm regelmäßig. Aber da kann man gar nicht gegen ankämpfen. Ich muss eher aufpassen, dass ich nicht noch in andere Becken was verschleppe. Das heißt, Pflanzen hier raus in andere Becken. No way! Ja, sonst Änderungen, die vielleicht kommen. Austausch der Beleuchtung. Shihiros hat ja die neuen Leuchtbalken rausgebracht, die man jetzt auch in ein Juwelbecken hängen kann. Und das ist vielleicht etwas, was ich noch machen möchte. Ja, ansonsten wäre es das erstmal soweit quasi zum Update. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn ihr was wissen möchtet, auch. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr dem Video ein Däumchen geben könntet. Und ja, ach so, ein Abo könnt ihr auch gerne da lassen, wenn ihr nicht schon meinen Kanal abonniert habt. In dem Sinne, haut rein!